Fahrzeuge werden absichtlich erniedrigt. Man rechnet wohl damit, dass dieser Freund uns unterstützt. Man rechnet damit, dass wir dann wenigstens unser Essen haben. Und das war's dann. Weil wir können es ja nur gar nicht machen. Gerade dieses Jahr hat man sich auch vorgenommen, mal dann Weihnachten zu und es sieht auch schon krank mit der Zahl mit 400 Jahren. Schon richtig weihnachtlich aus. So, und das können wir alles vergessen. Also, wir kämpfen unser Leben, wir brauchen jetzt dringend noch Zusatzfahrzeug. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich brauche dringend Geld für die Alarmanlage, wir brauchen neue Schopper, wir brauchen neue Kleidung, wir brauchen warme Kleidung. Wir müssten regelmäßig vernünftiges, warmes Essen essen und kein Billigessen, was uns nur dicker macht. Wir müssten ein Anwaltsbüro haben, das endlich tätig wird für uns und nicht gegen uns arbeitet. Und dann eine Bezugsperson, die das dann alles erledigt, ne, Nadel? Weil wir wissen ja heute, dass alles gegen uns gearbeitet hat und wir wissen genau, was los ist. Deshalb müssen wir nicht von der Seite am besten passiert. Ich habe auch keine Lust, mich da mit irgendwelchen Kriminellen da überhaupt noch zu unterhalten. Auch dazu habe ich auch keine Leitung. Oder hast du dazu Lust? Das sehe ich aber auch so. Das möchte ich auch wieder, dass es andere machen, weil mir ist das doch egal. Mir ist das doch absolut egal, was ich mache. Das geht natürlich gar nicht, dass man uns hier weiter so im Stich lässt. Und vor allen Dingen haben wir uns überlegt, schauen Sie mal nach, seit wann das ist. Ne? Vor anderthalb Monaten haben wir das dass die US-Bürgerin das glaubt, ich bin nur noch. Da muss sie also genau Bescheid und einen Monat später kommt schon Geld. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen komisch. Da sollte man dann auch was zu sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.